Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Kommt rein. Wie ist dein Name? Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan.
Vielleicht haben sie Angst. Die Leute fürchten immer das, was sie nicht kennen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Bleib bei. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet.
Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichung. Heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie? Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen. Okay. Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann.
Wir wollen euch beiden keine Probleme machen. Wir gehen so bald wie möglich. Die Polizei! Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Nimm Alice und versteckt euch oben. Komm, Alice. Guten Abend, Mim. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Danke. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Android... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine.
Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht.